Brände, Razzien und jede Menge Ärger. Seit Jahren steht der Wollepark in Delmhorst in den Schlagzeilen. Nun rollten am Mittwoch in der Siedlung die Abrissbagger an. Wir haben im Jahre 2015 haben wir die Blöcke ersteigert und dann haben wir alle Vorbereitungen getroffen dafür. Das muss ja sauber ablaufen und wir sind einfach heute heilfroh, dass wir diese erste Reihe haben. Und wir zeigen damit auch einigen, dass wir nicht nur reden, sondern dass wir auch Taten folgen lassen. Und das ist ja das Wichtigste auch mit in der Politik. Das heißt ja immer sonst, wir reden. Aber wer lebt eigentlich in dem Problemviertel in Delmhorst? Und ist die Kriminalitätsrate dort wirklich so hoch? Wir geben hier einen Überblick. Was ist der Wollepark? Beim Wollepark handelt es sich um ein Wohnquartier der 70er Jahre mit mehrgeschossigen Wohngebäuden und insgesamt 1200 Wohnungen. Der Name rührt von der benachbarten Parkanlage her, angelegt vom Gründer der Kammgarnspinnerei Nordwolle. Seit den 90er Jahren hat sich der Wollepark zu einem sozialen Brennpunkt in Delmhorst entwickelt. Er wurde deshalb in das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt aufgenommen. In den 80 Wohneinheiten der Häuser 11 und 12 leben rund 350 Menschen, darunter 320 Ausländer, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Die Stadt spricht von unhaltbaren Zuständen in den Wohnungen. Die Wohnblöcke sind nach Angaben der Diakonie total heruntergekommen. Dringende Renovierungsarbeiten würden seit Jahren nicht geleistet. Kriminalität. Im Juni 2016 hieß es bei der Polizei, es gebe keine Erkenntnisse dafür, dass sich der Wollepark zu einem Schwerpunkt für Drogengeschäfte entwickelt habe. Entsprechende Kontrollen hätten keine Hinweise darauf gegeben. Im August 2016 erklärte Jörn Stilke, Chef der Delmhorster Polizeiinspektion, im Wollepark leben 2% der Stadtbevölkerung, aber 11% der Haftbefehle und gesuchten Personen entfallen auf das Quartier. Und die Polizei sei dort überproportional häufig im Einsatz. Die Zustände hätten sich insgesamt seit längerer Zeit negativ entwickelt und seien mittlerweile in einem Bereich angekommen, der polizeilich nicht mehr akzeptabel sei. Razzia. Bei einer Großrazzia mit 100 Einsatzkräften sind die Polizei, der Zoll Bremen und die Stadt Delmhorst Ende März 2017 gegen die Kriminalität im Wollepark vorgegangen. Rund 1000 Personen, die sich auf der Straße befanden, wurden kontrolliert. Wohnungsdurchsuchungen soll es nicht gegeben haben. Bilanz der Razzia: 2 vollstreckte Haftbefehle, 230 festgestellte Personalien, einige Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Verkehrsdelikte. Die Razzia ist Teil eines Stufenkonzepts der Polizei. Seit Juli 2016 werden verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Verkehrsdelikte geahndet, Haftbefehle vollstreckt und Aufenthaltsermittlungen vorgenommen. Streit um Nebenkosten. Wohnungseigentümer schulden dem Energieversorger nach Angaben der Stadt für Wasser und Gas rund 200.000 Euro. Anfang April 2017 wurde den Bewohnern der 2 noch bewohnten Blöcke wegen der nicht bezahlten Schulden zunächst das Wasser von der städtischen Stadtwerkegruppe abgedreht. Die Eigentümergemeinschaft der Wollepark Wohnblocks 11 und 12 erwirkte kurz darauf bei Gericht eine einstweilige Verfügung, sodass die Wasserzufuhr wiederhergestellt werden musste. Bürgermeister Axel Jahns erklärte damals dazu: Wir werden weiterhin so unangenehm wie möglich dort aufschlagen und das Geld werden wir uns holen. Von Seiten der Stadt seien bisher aber keine Familien umquartiert worden. Die in Bremen ansässige Verwaltungsgesellschaft der Eigentümer ist für Stellungnahmen nicht zu erreichen. Eine drohende Wassersperre in den Blocks 11 und 12 konnte bereits im Jahr 2015 abgewendet werden, weil die Stadt und der Steuerzahler mit Blick auf eine mögliche Gefährdung des Kinderwohls mit 86.000 Euro in die Bresche sprang. Mitte April 2017 erklärte das Jobcenter Delmhorst, dass mit sofortiger Wirkung die Zahlungen von Miet- und Nebenkosten in 31 Fällen eingestellt worden sind. Wie die Stadtwerke Delmhorst mitteilten, wurde den säumigen Eigentümer eine Sperre für die Gasversorgung nach Ablauf von 3 Werktagen angekündigt. Demnach würden am Donnerstag, den 27. April, der Gashahn zugedreht werden. Abriss. Die Stadt hatte im Juli 2015 bei einer Zwangsversteigerung die nicht mehr genutzten Wohnblöcke 1 bis 5 sowie ein Parkhaus gekauft. Diese Abrissarbeiten haben heute Morgen um ca. 9.30 Uhr begonnen. Die Häuser der säumigen Eigentümer stehen neben den Abrissgebäuden. Aber auch diese Blöcke würde die Stadt gerne erwerben und abreißen lassen.
Wir sind den Menschen, die dort wirklich raus wollen, behilflich. Wir würden uns gemeinsam mit ihnen auf die Suche machen. Ich sage ja auch gar nicht, dass es von heute auf morgen der Fall ist. Aber wir würden das tun, wir würden das unterstützen. Und wir haben schon, das kann ich auch nachweisen, so manche Wohnung vermittelt. Man muss es nur wollen, man muss im Gespräch bleiben, auch da eben in Ruhe gucken, auch wenn es nicht von heute auf morgen klappt. Aber es geht ja darum, auch eine Perspektive zu eröffnen. Das haben wir aber schon nicht erst seit heute angeboten, sondern seit Monaten machen wir das schon. Symbolisch hatte Oberbürgermeister Axel Jahns Anfang 2017 bereits das Bauschild zum Start der vorbereitenden Arbeiten für den Abbruch der Gebäude enthüllt. Es gibt nichts Schöneres, als hier jetzt den Abriss zu verfolgen in den kommenden Wochen, um eine neue Landschaft entstehen zu lassen. Und dann kann man vielleicht jetzt noch ein paar alte Erinnerungsfotos machen und dann klebt man sich ins Album.